Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben LS19-Freunde, hier auf meinem YouTube- und Twitch-Kanal LS19TV zum Thema, wie bringe ich das Objekt als Mod in mein Spiel oder in mein Game? Und den Thema nehmen wir uns heute an. Es wird ein bisschen ein längeres Video, ein bisschen umfangreicher. Also Lauscher aufsperren, ne? Konzentriert sein, und wenn man das nicht ist nachher, ja, dann sollte man sich das Video später mal angucken. Als erstes sage ich mal, grüß dich zum Dave, ne? Wo, was schreibt rein? Moin, na, wo ist er denn? Ja, hier, ne? Hier, da. Da sitze ich vor dem PC, vor dem Mikro, sitze ich und rühre mein Käffchen rum und rauche gerade eine. Wo soll ich denn schon sein, Dave, ne? Ja, was haben wir jetzt rückblickend die Woche jetzt über gemacht, ne? Also wir haben am Montag haben wir das Objekt in Maya erstellt. Am Dienstag haben wir das, die UV erstellt, dass wir es anständig texturieren können. Gestern haben wir Texturen über dem Substanzpanther aufgelegt, also hier über diesen hier. habe ich noch so kleine andere Geschichten gezeigt, wie es funktioniert. Und heute holen wir uns das gute Stück ins Spiel. Ja, der Labertal-Gamer, grüß dich! Und heute holen wir das gute Stück mal ins Game, also praktisch nicht, damals im Spiel platzieren können. Gibt es auch wieder mehrere Wege, wie man es jetzt machen kann, das ganze Ding, ne? Man kann sich schon so Vorgefertiges holen, oder, ja, gehen wir heute mal ein bisschen drauf ein heute. Auf alle Fälle, hier ist es drin. Sicherheitskopie, wie man hier gezogen, da ich das alles habe, falls mal irgendwas schief läuft. Das ist jetzt unser ganzes Ding hier, wo wir jetzt haben. Wir schauen mal, Hofschild war das, was wir gehabt haben, glaube ich, ne? Gucken wir jetzt nochmal schnell rein. Mal sehen, ne, wie unser Objekt der Begierde ausschaut. Da haben wir so ein personalisiertes, was für ein Wort, ey. Als Bayer, ne, tue ich mich da schwer. So ein Schildchen gebastelt hier. Und da kann man jetzt hergehen. Ich habe das extra so gemacht, dass jeder seinen eigenen Hofnamen hier ganz unkompliziert mit Paint.net reinschreiben kann. Da kann er es reinschreiben, ne? Kann es der Dave oben, kann er seinen Trecker reinmachen, ne, als Logo, und dann kann er unten reinschreiben, ne, Daves Hof zum Beispiel, ne? Oder Lauertal Gamers Resistenz zum Beispiel, ne? Oder hier geht's zur BGA oder weiß der Geier was, ne? Insgesamt wird es dann 8 Stück davon geben, weil man kann eben LS19 8 Höfe erstellen. Mehr geht nicht. Und darum wird es dann auch 8 Stück geben. Und dann kann jeder Hof sein eigenes Schildchen machen oder wie auch immer. Ich erkläre das heute auch, ne, wie man das erweitern kann, falls man sagt so, du Alter, ne, ich brauche es nicht für einen Hof, sondern zum Beispiel für meine Bäckerei. Dann kann man hier unten auch was anderes reinschreiben als Bäckerei. Was ihr dann unterm Strich damit macht, ist mir dann relativ. Müsst ihr dann selber wissen. Auf alle Fälle, das ist das Ding, was wir heute brauchen und was wir heute wollen. Bevor wir mit dem ganzen Käse anfangen, warte mal. Müssen wir erst einmal hier ein bisschen unseren Orten aufräumen. Wir haben ja da alles Mögliche drin abgespeichert, 100.000 Mal. Wir können jetzt praktisch den Meier können wir jetzt praktisch hier rauslöschen, das brauchen wir ja nicht mehr. Mache ich jetzt mal meinen Papierkorb leer. So. Wir können wir praktisch hier das Meier können wir rauslöschen, brauchen wir nicht mehr. Dann können wir Hofschild FBX können wir rauslöschen, brauchen wir auch nicht mehr. Dann können wir hergehen. Vom Substanzpainter die Sicherheitskopien können wir rauslöschen, braucht man nicht. Die Lampe kann raus, Shape von der Lampe, die Lampe Objekt, das war ja das, ne, da wir gesehen haben, wie groß unser Objekt sein soll, können wir auch rauslöschen. Dann können wir uns dann testen, das war das erste Mal, wie wir es exportiert haben, ob es von der Größe her passt, können wir raushauen. Hier, dieses können wir auch rauslöschen, also können wir weg damit. So, das war dann unser Vorlagenbildchen hier, nach dem haben wir uns ja gerichtet. Können wir auch raushauen, brauchen wir auch nicht. So, dann bleiben jetzt hier bloß noch diese zwei Dateien über. Schauen wir mal, was wir in Texturen drin haben. Können wir auch dieses Meier-Ding können wir auch raus tun, brauchen wir auch nicht. Brauchen wir hier bloß diese drei Dateien von unserem Schildchen. Und dann hier dieses Mein Hofschild ist dann das, was ihr dann unter Paint.net bearbeiten könnt, wie ihr das braucht. Also unterm Strich, wie man sieht, ne, bleibt nicht mehr viel über. Also eigentlich jetzt der Rest hier. Mehr brauchen wir auch gar nicht, da wir das ganze Ding als Mod bekommen. Das kann man so auf zwei Wegen machen. Der ein oder andere, der es noch nie gemacht hat, oder ich habe schon mal ein Tutorial gemacht, ne, über so ein
was war denn das, was ich da gemacht habe? Ich glaube, im Unterstand war es, glaube ich. Ne? Aber ich habe euch gezeigt, ne, wie man das mit, wie man Unterstand macht, praktisch hier über File und dann über hier über New Mode vom Game. Habe ich euch das gezeigt? Nein, machen wir jetzt diesmal nicht. Wie man das erstellt, habe ich euch im letzten Tutorial gezeigt. Heute machen wir mal das andere Thema, also praktisch nicht den zweiten Weg, den man gehen kann. Es hat es aufgemacht. Nein, man wählt praktisch für ein Objekt, also da sind ja die ganzen Traktoren herin und so weiter und so fort. Und dann wählt man hier einfach hier unten dann aus, ne, was man hat. In dem Fall wäre es ja praktisch ohne Funktion, ohne alles, ne, wie auch kein Bunker und etc. und bla bla. Also Bunker würde man machen, ne, wenn man jetzt zum Beispiel, wie ich auf meiner BGA das gemacht habe, ne, und so weiter, da hat man auch hier die Kühe und alles herin. Und man wird dann entweder einfach hier dieses Sandkessel auswählen, also praktisch nicht die Sandburg. Das wäre dann unter Deko drin, aber unter Deko wollen wir es ja dann nicht drin haben, sondern wir müsste man dann eigentlich hier, wir wollen es ja unter Diverses drin haben. Und dann müsste man hier rauf scrollen auf, ich gucke gerade, wo man hätten wir es drin. Müsste Easy Sheet müsste drin stehen, wenn ich es finde. Hier ist es, oder ich habe es sogar gelesen, hier wäre es. Dann müsste man jetzt hier Easy Sheet auswählen, dann würde uns fragen, wo wir das hin exportieren wollen. Das Ganze würde man dann hier drinnen finden. Ne? Gehen wir mal schnell rein, dann zeige ich es euch schnell. Eigene Dokumente, MyFS19 Mode, Easy Sheet 1, ne? Da erinnert man uns, das war unser letztes Ding. Und da wäre dann praktisch alles drin, was wir brauchen. Man müsste praktisch bloß hier dieses aufmachen. Öffnen hier. So, mach mal auf hier. Sieht man es eh nicht, dann löscht man praktisch hier sein Modell raus, fügt sein Modell ein, passt die ganzen XML-Einträge an und gut war's. Ne? Mehr ist es dann eigentlich nicht, inklusive der kleinen Bildchen da. Und ja, fertig. Ne? Dann gibt es auch noch einen zweiten Weg, wenn man sagt, ne, man hat eigentlich schon sein eigenes Ding schon fertig. Wie damals habe ich euch gezeigt, wie man das noch machen kann. Praktisch, ne, ich habe es nur gesagt, wie man es noch machen kann, habe es aber nicht gezeigt, wie man es noch machen kann. Und zwar eigene Mode fertig. Habe ich hier noch mein YouTube-Rolltour. Habe ich ja damals auch für euch gemacht. Habe ich euch erklärt, ne, wie man Animationen macht und so weiter und so fort. Und ich glaube, das werden wir auch hernehmen. Das bietet sich an, ne, dass man mal die zweite Seite sieht, wie man das macht. Im Endeffekt ist auch alles drin, was man braucht. Ist im Endeffekt nichts anderes. So, da kopieren wir uns jetzt einmal das raus. Wir brauchen eigentlich nur hier dieses kopieren. Dann machen wir das zu und fügen wir uns das hier ein. Einfügen. So. dann können wir eigentlich einmal das Tor können wir rauslöschen. Das Tor können wir rauslöschen und das YouTube-Tor können wir rauslöschen. Das brauchen wir alles nicht. So, löschen wir das raus. Wir brauchen eigentlich bloß die Mutesk und das YouTube-Rolltor. Als YouTube-Rolltor können wir jetzt zum Beispiel schon mal umbenennen, die XML umbenennen, die Name benennen wir jetzt einmal zum Beispiel ist da in, mein Hofschild. So, die Mutesk können wir so lassen, wie es ist. Machen wir das einmal auf hier. Yep. Die können wir zumachen. Nein, wollen wir nicht speichern. So. Warum habe ich es jetzt so gemacht? Ganz einfacher Grund, ne, weil ich hier schon meine ganze Deko drin habe. Ich muss mir jetzt hier nicht meine Deko zusammensuchen. Und weil das der zweite Weg ist, wie man das machen kann. Das geben wir einfach her. Das sieht man, es sind sogar noch zwei Lichter drin. Das geben wir her auf File. Wir stellen uns vor, ne, ist im Endeffekt genau das gleiche so. Also. Stellen wir uns einfach vor, ne, da wäre jetzt die Halle. Die Halle würde man jetzt dann einfach mal uns einfach vorstellen. Dann gehen wir hier auf Import. Dann gehen wir auf Desktop, dann gehen wir auf YouTube, YouTube tut, ne, da haben wir unser Hofschild drin, das holen wir uns jetzt einmal, so. Dann gehen wir hier, erstellen uns, oder die können wir eigentlich dann, ja, erstellen wir uns eine neue Transformgruppe, weil ihr müsst jetzt dann eigentlich, wenn die Halle da ist, ne, eine neue Transformgruppe erstellen, da schreiben wir es dann einfach rein, Hofschild,
So, und da packen wir unser Ding rein hier. Das Ganze packen wir hier oben mit rein. Das schieben wir hier nach oben. Und dann können wir eigentlich hergehen, ne? Können wir die Sachen rauslöschen. Ne? Die schieben wir mal ein bisschen weiter nach oben. Hier. So. Und den schieben wir hierher. So. Wichtig ist, unterm Strich, ihr braucht einmal eine Transform Group, wo euch ein Objekt drin ist. Dann braucht ihr, wenn ihr Deko-Sachen und etc. reinpackt, oder wo individuell dann sein sollen, ist wichtig, dass ihr extra eine Transform Group nochmal macht für Deko. Und ihr braucht die Clear-Area, die Level-Area und die Ramp-Area. Also diese drei Seiten Fabrik Script, ich sage jetzt einmal, ne, Seiten GC, braucht ihr die Ramp-Area eigentlich nicht mehr, weil man kann man sie ja in der Höhe verstellen. Genauso wie den Tip-Call-Trigger, ne, für die Kollision, wo man immer so den Kasten rundum gezogen hat, den braucht ihr eigentlich auch nicht mehr. Der hat sich auch erledigt. Denn man kann ja eine Ding drauflegen, eine Kuli drauflegen und somit kann man es sowieso nicht mehr ineinander zusammenschieben und nebeneinander hinplatzieren. Und wenn ich das doch möchte, kann ich es ja übers GC ausschalten. Dann kann ich es ja direkt Objekt auf Objekt hin machen. So, also fangen wir uns einmal an. Jetzt haben wir unsere Halle hätten wir jetzt rausgelöscht. Jetzt haben wir hier unser Schildchen da stehen. Jetzt machen wir das noch ein bisschen schöner hier. Und zwar gehen wir mal her auf Deko. Was löscht man Deko raus? Wir können eigentlich, was löscht man alles raus? Wir können das können wir weglöschen, den können wir weglöschen, das können wir weglöschen. Das lassen wir mal stehen. Was löscht man noch raus? Das hier halt. Und Büsche. Können wir auch alle rauslöschen. So. Löschen wir mal raus hier. Haben wir unser Fahrrad. Das Fahrrad lassen wir mal stehen hier. So. Dann haben wir noch hier diesen drin. Schauen wir mal, ne, können wir eigentlich hergehen. Jo, nehmen wir das weg. Nehmen wir das weg. Und was haben wir hier? Löschen wir mal dieses hier weg und den Reifen löschen wir weg. So, haben wir ein bisschen Deko dastehen. Warum mache ich da extra eine Transform Group? Ganz einfach. Ich mache deshalb eine Transform Group, wenn jetzt hier keine Transform Group drin wäre, sondern ich würde es hier untereinander oder übereinander hier neu importieren oder exportieren oder löschen oder wie auch immer oder weiter bearbeiten. Verschieben sich die Notpunkte von der Clear Area und von der Level Area und von der Ramp Area. Wenn wir uns die im Notepad mal angucken, haben wir die hier unten drin stehen. Haben wir hier einmal die Clear Area, die Notpunkt, und hier von der Level Area die Notpunkt und von der Ramp Area die Notpunkt. Da müsste man die ewig neu anpassen. Ne? Darum packe ich das Ganze immer in eine Transform Group. Und in dieser Transform Group, ne, kann ich das da praktisch schnell in mein Hofschild, kann ich in meiner Transform Group drin rumwursteln, wie ich es brauche, und in meiner Deko Transform Group kann ich drin rumwursteln, wie ich es brauche, ne, ohne dass ich hier irgendwie irgendwelche neuen Notpunkte verschieben tue und wieder neu ändern oder anpassen muss. So, das ist einmal der eine Punkt, warum ich das ganz gerne in so Transform Groups mache. Ich würde sagen, jetzt schieben wir uns einmal. Mal das da so hier. Haben wir schon mal ein bisschen Deko-Gedöns dastehen. Schaut es nicht gar so nackig aus. Ab und zu sind zwar nackige Sachen schön zum Angucken, aber ab und zu, ja. So. Das Fahrrad könnte man hierher schieben. So, ein bisschen zurück hier. Wahrscheinlich stimmt es sowieso nicht von der Höhe her. Wir müssen mal schauen. Jetzt brauchen wir auch noch die Höhe. Gehen wir einfach her. Gehen wir auf Primitiv, gehen wir auf Plane. Mal hier unsere Plane. Jetzt habe ich was im Auge. Menschenskinder.
Katastrophe. So. Und jetzt ziehe ich die Blende, ziehe ich jetzt einmal gleich so groß, wie ich sage, ne, wie ich später, oder wie ich denke, ne, wie groß da ich zum Beispiel mein Untergrund haben möchte, ne. Wenn man was hinplatzieren kann, mein Untergrund bestimmen, ob es Asphalt sein soll oder Dirt sein soll, und so weiter. Und dann sage ich jetzt einmal, ne, ungefähr die Fläche will ich ungefähr haben. Und auf der Fläche kann auch nichts mehr hinplatziert werden. Jetzt könnte man es eigentlich rein theoretisch, könnte man es sogar noch ein bisschen kleiner machen. Da könnte man sagen, ne, er soll es bloß hier in dieser Größe machen. Ich will es aber hier in dieser Größe. Ja, ist fast zu groß. Ne? Dann machen wir es halt doch ein bisschen kleiner. Und machen wir es hier so auf der Größe. So, oder? Ja, so ist es gut. So ist es eine gute Größe. So. Das ist praktisch unser Nullpunkt. Wo wir haben. Jetzt können wir unser ganzes Gedöns hier. Das passt sogar so, wie es ist. Ne? Können wir sogar ein kleines bisschen runtergehen. So. Als Fahrrad müssen wir ein bisschen höher machen. Ungefähr. Diese Höhe, schauen wir es noch, ne, dass wir es da schön ranbringen. So, so. So, dale. So. Jetzt haben wir das schon einmal. Jetzt haben wir schon mal das Wichtigste zusammen, was wir brauchen. Wenn wir das Allerwichtigste so. Jetzt braucht man, um weiterzumachen, brauchen wir jetzt hier unsere Lampenschirm noch drauf und hier unsere Stahler drauf. Die holen wir uns einmal aus der originalen Map raus. So, müssen wir hier rein, müssen wir hier. Dann müssten wir auf Programm X86 Farming Simulator, die holen wir uns aus der originalen Map raus. So. Jupp. Ich weiß jetzt gar nicht, ob auf der originalen Map die runden weißen Lampenschirme, ob die überhaupt da sind. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich hoffe es. Nicht, dass wir uns jetzt dann tot suchen. Und wenn nicht, dann müsste man mal die Map von mir starten. Ne? Das Problem ist nur, dass die ewig braucht, bis es aufmacht. So. Vielleicht weiß es jetzt auch einer von meinen Zuschauern, wo so ein weißer Lampenschirm ist. Hier brauchen wir auf alle Fälle einmal. Sind wir nämlich bei dem Thema. Das ist nämlich der Grund, warum ich das gestern noch nicht gemacht habe. Bei dem Thema, ne, was exportieren aus einer Map und in seine Map oder in sein Objekt wieder importieren. Und zwar ist es nämlich genau jetzt das, was wir jetzt machen. Ne? Wir suchen wir uns so einen Strahler. Wo hätte man einen? Wo hätte man hier einen? Oder? Ja, da hätte man einen. Da haben wir einen. Perfekt. Gehen wir jetzt hier File Export Selection White Files. Den packen wir das auch hier in unsere in unseren Ordner rein. So. Wie man benennen, ist total wurscht, interessiert keinen. Speichern. Ja, wollen wir. So, jetzt brauchen wir noch so einen runden Lampenschirm. Wo haben wir einen? Wo sind die runden Lampenschirme? Wir wollen uns tot suchen hier. Wenn es überhaupt auf der Map überhaupt gibt, ne, auf der deutschen. Ne? Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich sehe auch nirgends irgendwo welche. Wenn nicht, dann müsste man die von
glaube, die sind nämlich nur auf der US-Map. Glaube ich jetzt. Ich sehe hier nämlich weit und breit keinen. Ja, da suchen wir uns jetzt tot wieder, ne? Das ist wieder typisch. Mal schauen, haben wir hier welche? Ich glaube, in der Zeit, wo wir hier rumsuchen, ne, habe ich im Hintergrund meine Map schon aufgemacht. Und hier sind wir so die runden Strahler dran. Ah, ich sehe jetzt keins. Ne, lass mal gut sein hier. Machen wir das zu. Nein, wollen wir nicht speichern. Gehen wir auf Dokumente, gehen wir auf MyGames, Farming Simulator 19, Mods. So. Machen wir nämlich die Map von mir auf. Okay, ich kann jetzt im Hintergrund schon mal aufmachen hier, ist auch kein Problem. Minimieren wir jetzt dabei. Dann mach's hier mal auf. So, dabei machen wir mir was anderes in der Zeit, wo es aufmacht. Da können wir uns in der Zeit, wo er schon mal die Map aufmacht, können wir uns einmal um die Kläranlage kümmern. Die haben wir jetzt hier. Schauen wir mal, wir haben jetzt hier an Node 2. Also wenn wir uns in der Transform Group reingucken, wir können jetzt einmal hier den kompletten Animationspart rauslöschen. So, wir brauchen einmal Kläranlage. Dann brauchen wir einmal unsere Level Area hier. Die haben wir hier. Die geht bis hierher. Und hier haben wir dann unsere Ramp Area. So. Clear Area ist nichts anderes, ne, für das, dass er uns das Gras wegmacht oder die Büsche wegmacht, je nachdem, was dort steht. Wenn wir gucken, ne, wir haben jetzt hier ein ID2 dort stehen. Also tragen wir hier unsere ID2 ein. Wir haben ja zweimal, also insgesamt haben wir es ja dreimal, wir haben ja drei Punkte. So, tragen wir jetzt hier ein, ändert man einfach. Können wir auch schon mal abspeichern hier. So, machen wir es jetzt zu. Wenn wir uns die aufmachen, haben wir jetzt hier unseren Startpunkt. Wo ist denn der? Da ist er. Dann schieben wir uns jetzt einfach hier. Darum habe ich hier auch eine Plane gezogen und habe gesagt, ne, die lassen wir gleich. Schiebe ich mir die her, wo ich den Punkt brauche. Bauen wir noch diesen hier. Schieben wir uns auch hierher. Komm mal her da. Und dann haben wir noch den Punkt. Wo ist denn der? Dahinter ist er. Und den schieben wir uns hierher. So. Jetzt haben wir schon mal den Punkt. Jetzt haben wir Level Area. Das ist genau das gleiche Spielchen. Hier haben wir jetzt einen Notpunkt 3. Wenn wir hier reinschauen, ändert man hier den Punkt auf 3. So. Und hier haben wir jetzt einen Grandtyp, dort stehen, haben wir jetzt Asphalt drin stehen. Den kann man jetzt abändern. Ne? Da kann man jetzt da alle Typen eintragen, die es ja im Game gibt. Gibt ja Dirt, Gras, ja Flo, grüß dich. Gibt ja Dirt, Gras, was gibt's denn noch? Kies gibt's noch, ne, und alles Mögliche. Ändert man einfach hier um. Man kann sich hier nach dem Chance-Editor richten. Ich glaube, ja, Gott sei Dank haben wir jetzt den aufgemacht. Geht man hier einfach oben auf Terrain-Editing. Und unter Terrain-Details hier sieht man es, ne, und dann sucht man sich halt das raus. Suche ich mal halt das hier raus, was ich brauche. Allerdings muss ich halt alles klein schreiben. Dann kann ich mal hier den Untergrund raussuchen. Bei mir sind jetzt da ein bisschen mehr drin als gewöhnlich.
Dürft euch jetzt da nicht täuschen lassen. Sind natürlich im Original sind nicht so viele drin. Also suche ich mal das raus, was ich da halt brauche. Und gut ist es. So, machen wir mal wieder zu hier. Und dann kann ich den hier drin abändern, wie ich es brauche, wie ich es will. So, jetzt haben wir das auch. Haben wir jetzt genau das gleiche Spielchen wieder. Sage jetzt auch, ne? Jetzt muss man mal schauen, wo ist denn der nächste Punkt? Ah, der ist unten, also passt's. Und der ist hier hinten, okay. Dann schiebe ich mir den jetzt auch wieder auf die Plane hier, wo ich sage, ne, er soll ungefähr die Größe, haben wir gesagt, soll er haben. Also schiebe ihn auch hierher. So. Haben wir nämlich jetzt genau hier, wo die weiße Fläche ist, macht er uns dann im Game einen Asphalten. So Auge mal Pi, ne? Er nimmt das nicht so ganz genau. So, ich kann das natürlich auch erweitern, ne? Mit der Clear-Area, die kann ich ja praktisch auch wieder aufgliedern, ne? auf mehrere Ebenen, genauso wie die Level-Area, ne? Kann ich auch wieder aufgliedern auf mehrere Ebenen, ne? Da ich sage, hier soll er Asphalt drauf machen, ne? Dann soll er hier hinten soll er zum Beispiel Dirt drauf machen, wäre dann interessant, wenn man so Tierhöfe und sowas hat, kann man so verschiedene Untergründe drauf machen. Haben wir nämlich das jetzt auch schon mal durch. Eingetragen haben wir es, ne? Haben wir gesagt, das ist die 3. Jupp, passt, ne? Das ist die 3. Dann kümmert man auch uns um die Ramp-Areas. Eigentlich fast schon unnötig. Braucht man eigentlich fast gar nicht mehr. Durch das GC ist es eigentlich unnötig. Ich will es aber dennoch machen. Ist die 4. Dann tragen wir uns hier überall die 4 ein. Brauchen wir einfach hier nur die 5 gegen die 4 ersetzen. Genauso wäre es jetzt auch, wenn wir es jetzt mit der anderen, wenn wir es jetzt mit Mode erstellen gemacht hätten, ne, hätten wir jetzt auch hier einfach nur die Nodes alle komplett einfach abgeändert. So, machen wir nämlich hier überall die 4 rein. So, lala. Das sind praktisch ne, Norden, Süden, Westen, Osten. Speichert man die ab und dann, wenn ich mir jetzt hier den anklicke, ist es genau das gleiche Spielchen wieder. Den können wir mal zumachen, dann sehen wir ein bisschen mehr. Den können wir ein bisschen weiter rüberschieben. So, da sieht man es, ne, sind auch wieder 3 Punkte. Der eine sitzt da hinten und der andere sitzt da. Und dann schieben wir uns die, da man sagt, ne, wenn ich den zum Beispiel jetzt hier her schiebe, dann fängt er praktisch ab hier an. Nehmen wir mal die nächsten hier. Der wäre dann hier. Und der nächste ist hier. Und umso näher, wie ich ihn dran schiebe, wenn ich sage, ne, ich mache jetzt nur ein Kästchen von dem Grid, umso steiler wird natürlich die Rampe. Ne? Wenn ich natürlich jetzt da sage, ne, ich ziehe jetzt auf das zweite raus, dann wird das natürlich, wenn es recht hoch ist, ne, wird das ein bisschen leichter, schräger vom Winkel her. Also ich mache es immer so, ne, ich nehme je nach Objekt, sage ich, ne, hier glaube ich, wird sogar eines reichen. Je nach Größe vom Objekt, ne, umso weiter ziehe ich den das raus, ne, dass man mit dem Trecker noch hochfahren kann, wenn es ist. Ne. Dass man nicht direkt so eine Sprungschanze drin hat. Aber wie gesagt, das GC hat sich das hier erledigt, weil ich habe eine Höhe, wo ich es individuell im Spiel verändern kann. Mach's aber trotzdem immer noch. So, das wird dann praktisch hier dieser. Kommst hierher. Du kommst hierher. Weil es ist ja echt nicht viel Arbeit, ne, dass man das mitzieht. Und ja, würde ich es jetzt fest auf der Map schon mit einbauen, dann müsste ich es praktisch jetzt im Endeffekt gar nicht machen. Dann könnte man es direkt komplett rauslöschen.
Halt, war die falsche Taste. Wo ist denn der? Da ist er. Da ist er, hat mich verhuddelt. Das ist der. Du musst noch weiter rein. So. Du musst hierher. So, jetzt haben wir diesen. Du bist jetzt der da unten. Also dieser hier. Schieben wir mal den noch her. Daher. Und hier. So, haben wir jetzt alle. Schauen wir mal. Wir haben den, den, den und den. Haben wir alle vier Stück. Haben wir. So, dann speichern wir das jetzt mal ab hier. So, jetzt haben wir eigentlich das schon durch. War eigentlich das, ne? Sagen wir, jetzt hieß es, ist auch fertig. Jetzt holen wir uns jetzt mal aus meiner Map hier, holen wir uns einmal die Kugel raus. Gehen wir auf Krieg, gehen wir auf Profil, gehen wir auf Laut. Dann holen wir jetzt mal von meiner Map so eine Ding raus. Ich muss mir überlegen, wo habe ich eine? Haben tue ich eine. Ich muss bloß überlegen, wo ich eine habe. Ich glaube, ich habe hier eine. Jupp, hier habe ich sie. So, hier haben wir eine Lampe. So, holen wir uns die mal raus hier. Muss ich nur schnell schauen unter User Attributes. Ah, okay, das ist die richtige Lampe. Ich habe nämlich auch welche drin, ne, die wo so flackern. Die möchte ich nicht haben. Holen wir uns die auch raus, Export Selection, ne? Die holen wir uns hier rein. Dann sagen wir jetzt, das ist jetzt das nächste. So. Speichern. Yep, wollen wir haben. Dann machen wir es jetzt hier zu. Braucht man nicht. Ne. Wollen wir nicht. Braucht man nicht. Haben wir nicht. So, jetzt bevor ich es mir in meine Map reinhole, gucke ich mir den Pfad an, ob überall davor Datenzeichen steht. Sprich nicht, dass es aus dem originalen Verzeichnis zieht. Hier stimmt es auf alle Fälle. Dann schauen wir uns noch schnell die andere an. Wo haben wir das? Hier haben wir es. Schauen wir nochmal schnell hier rein. Hier zieht er auch alles aus dem originalen Pfad raus. Also somit müsste es eigentlich jetzt alles passen. Ne? Dann können wir jetzt hergehen. Können wir jetzt File, können wir auf Import gehen. Dann holen wir uns die zwei Sachen rein. So, öffnen. nehmen wir Edit, nehmen wir Cut, fügen wir uns jetzt hier ein, Edit und Paste. So, Attribute setzen wir alles auf die Nullachse. So, haben wir hier einmal unseren Flutscheinwerfer hier. So. Die drehen wir jetzt einmal um 90 Grad. So, dann. Schauen wir mal, ob wir auch in der Mitte drin sind. Ne, sind wir nicht. Wir müssen mal ein bisschen weiter rüber. So, jetzt sind wir in der Mitte. Dann schieben wir uns den da rauf. Und ein bisschen weiter raus. So. Schauen, wie weit kommen wir mit dem runter. Ja, perfekt, ne? Perfekt. Den duplizieren wir uns jetzt da für die andere Seite. Der kommt jetzt dann hier rüber. Auf 180. So, schieben wir den ein bisschen weiter raus hier. Ungefähr so. Den
So, so. Das Video ist nämlich auf Nacht beleuchtet. Nicht, dass man auf Nacht auch was sieht. Dann haben wir hier noch unsere andere Birne. Edit Cut. Fügen wir uns auch jetzt hier ein. Edit Paste. Müssen wir jetzt da noch kippen. So. Auf 90 Grad. So, und die soll jetzt dann da drauf, ne? Ungefähr so. So. Ja, ELB Gaming, moin, gell? So, jetzt haben wir schon mal Entschuldigung, jetzt haben wir schon mal das Wichtigste drin. Wir haben jetzt einmal unser Licht hier drin, ne? Unsere Deko haben wir hier drin. Dann haben wir unsere Ramp, Level und Kläranlage haben wir uns schon eingetragen, fertig. Deko haben wir jetzt auch fertig. Jetzt haben wir nur das Licht hier drin. So, jetzt haben wir die Geschichte. Wenn es auf der Map ist, wenn wir es auf der Map fest verbauen, dann müssen wir nichts eintragen. Dadurch, dass wir den User-Attributs haben, weiß er das selber, ne, wann er das auf Nacht einschalten muss und wann er das in der Früh wieder ausschalten muss. Funktioniert beim Mod nicht so. Wenn wir einen platzierbaren Mod haben, funktioniert das nicht so. Da müssen wir noch extra einen Eintrag machen. Gehen wir das mal hier, File, nehmen wir mal Save S. Dann können wir schon mal unser Hufschild abspeichern. Jupp, wollen wir überschreiben. Können wir zumachen. Da können wir jetzt mal gleich wieder ausmisten, ne? Das braucht man nicht mehr. Das Licht brauche ich nicht mehr und das Licht brauche ich auch nicht. Können wir auch gleich rauslöschen. So. So. Da braucht man einen extra Eintrag dafür. Ich habe den jetzt nicht im Kopf, aber ich weiß, wo ich ihn finde. Der ist das Gute. Und zwar, ne, das ist der Seedmaster. Mal schauen, wo habe ich den Hofsilo, Hofsilo Rettung, Bauernhaus. Der Bauernhaus drin, schauen wir mal. Runter scrollen hier. Jupp, da ist er. Und zwar brauchen wir dieses hier. So. Gehen wir uns jetzt mal das Ganze hier. SDGRC. Mal das zumachen. So. SDGRV fügen wir es uns ein. Und dann löschen wir mal das gleich alles raus. So. Mal das raus hier. Raus da. So, den rückt man hier ein. Das ist jetzt verantwortlich, ne, dass er unser Licht im Mod drin aus- und einschaltet. Sieht man eh, ne? Wenn man hier guckt, ne, haben wir hier unseren Schirm. Wenn er den praktisch am Tag, ne, ist er aus, also praktisch auf Null. Und in der Nacht ist er an. Und hier sieht man praktisch das Licht, ne, soll praktisch am Tag aus sein und in der Nacht an sein. Das ist der einzigste Unterschied hier. Da brauchen wir es auch bis hier diese Nodes ändern. Ist auch relativ einfach halt. Die Nodes, die findet man, wenn man es hier reinguckt. Nehmen wir mal zum Beispiel jetzt gleich hier diese zwei. So, machen wir einmal hier Glas. Kopiere ich mir den hier. SDGRC. Und füge mir den hier einfach ein. Mit SDGRV. Der zweite können wir gleich mit eintragen, SDGRV, der hat nämlich hinten die 1, ist immer so. Wenn sie so aufgebaut sind, wenn wir uns gucken, ne? Spotlight, hinten 1. So, genau das gleiche machen wir jetzt hier mit dem zweiten. Haben wir auch wieder das Glas, ne? Kopieren wir uns die. SDGRC. Ach, hätte ich mir das erste Mal... Immer drei Lampen, ne? So, jetzt da.
SDGC kann ich mal das kopieren. SDGRV und SDGRV und die hat hinten die 1. So. Also die ist nämlich auch schon mal fertig. So, da. Kann aber auch sein, dass es anders angeordnet ist. Sehen wir jetzt zum Beispiel, ist da hier gleich bei unserem Schirm hier. Wenn wir uns den Schirm angucken, haben wir hier die 030 hier drin. Fügen wir es mal hier unten ein. SDGRV, haben wir hier die 030 hier drin. Und da haben wir jetzt nicht mehr die 1 hinten drin, ne, weil haben wir noch eine Zwischentransform Group. Das ist dann hier die 0310. Das muss man natürlich wissen, wenn man es nicht weiß. Ne? Ja, aber jetzt wisst ihr es ja. Schaut ein bisschen anders aus, aber egal, es ist immer ein und dasselbe, was man anklicken muss. So, haben wir nämlich das auch fertig. Es ist der Nachteil, speichern, dass die Flutscheinwerfer, ne, die sind brutal hell. Die, wenn man es im Spiel anguckt, ne, sind die so richtige LED-Dinger, richtig schneeweiß, total grell, vor allem wenn sie dann noch so nah zusammen sind, wie es jetzt bei mir ist, sind die richtig hell. Ne? Da kann man jetzt hergehen, wenn man schaut, ne, unter Light, wenn man reinguckt, kann man sich den noch ein bisschen anpassen. Ne? Also praktisch, ne, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, jetzt wenn ich jetzt raus reingehe, Spotlight hier, gehe jetzt hier auf Licht, dann kann ich die jetzt hier ein bisschen von der Farbe her verändern. Von dem Ganzen, ne? Da habe ich praktisch hier diese Grundfarben hier drin und diese Range, ne? Praktisch das ist der Ding hier. Den können wir zum Beispiel jetzt mal auf, was weiß ich, ne, auf 10 setzen, ne? Und von den Farben her, wenn ich jetzt die alle einzelnen Farben nicht weiß, klicke ich hinten auf diese drei Dinger rein und dann kann ich mir jetzt hier eine Farbe raussuchen. Ne? Wenn ich sage, es soll jetzt ein bisschen mehr rot leuchten, ne? Wie ich zum Beispiel in meinem Schweinestall gemacht habe, ne? Wo die kleinen Schweinebabys sind, habe ich gesagt, ne, da will ich ein Rotlicht. Habe ich hier einfach ein bisschen mehr auf Rotlicht gesetzt. Bei dem Schild, ne? Da wollen wir natürlich so ein grelles Weiß drin haben. Ne? Sobald ich hier dieses, da will man so ein ganz leichtes, aber wirklich bloß ganz leicht, so ein Gelbanteil ein bisschen drin haben, ne? Mal schauen. Ich sage ungefähr, gehen wir hin. So, ne? Und ich schiebe das jetzt noch ein bisschen weiter runter hier. So. Hat er sich jetzt nicht verschieben lassen? Ah, okay, gut. Dann klicke ich hier dann auf OK und schon hat er die Werte geändert. Das ist der Nachteil, da ich das natürlich für jede Lampe machen muss. Ich kann auch hier innen drin das Glas ändern, ne? Praktisch hier innen drin, ne? Die Helligkeit, die Durchsichtigkeit von dem Glas kann ich auch ändern. Man kann es dann das Lichtchen so anpassen, wie man das Ganze möchte. Das müssen wir bloß hergehen. Mal den Wert hier kopieren, weil wir brauchen den noch für die zweite Birne hier. Halt müssen wir hier rein und hier und hier und hier. So, haben wir mal einmal SDGRV, da oben haben wir 10 gehabt, ne? 10. Was war das nächste unten? War dieser hier, SDGRC. und den haben wir hier. Und da kann man natürlich auch sagen, hier oben, ne, hat man eh, sieht man eh, ob man das Licht als Spotlicht haben will oder als Point oder direktional haben will. Da muss man das einfach ausprobieren. Am Punkt, glaube ich, macht er bloß so einen Kegel hin. Soweit wie ich es noch in Erinnerung habe. Da muss man sich mal durchklicken, probieren, ne, auch genauso wie mit den Farben und so weiter. Einfach ausprobieren, was einem am besten passt, was einem am besten gefällt. Und gut war's dann. So. Wer jetzt das Glas ändern will, der muss hier unter Material-Editing rein und dann hier unter Shader rein. Und dann kann er sich diese Werte hier ändern, wenn ich sage, ne, wenn wir uns jetzt das gucken,
Ich schalte es zum Beispiel hier so aus. Da kann ich jetzt eintragen, zum Beispiel, nehmen wir mal bloß die Hälfte hier. Da ist allerdings so, ne, dass es auf alle anwendet. Also wenn man nur ganz spezielle, wenn man es auf seiner Map macht, wenn man es auf seiner Map macht, muss man sich das Licht vorher einzeln in einem Chance-Editor drin aufmachen, dann ändern und dann in die Map importieren, weil sonst ändert er alle Lichter in der Map drin an. Ne? Also wie man sieht, ne, ist das jetzt schon ein bisschen andersfarbig geworden. Ne? Wenn ich es jetzt natürlich noch weiter runter setze, ne, sieht man es jetzt, da hat man es jetzt auch gesehen, ne, macht das ein bisschen anders, Ding, also ein bisschen mehr durchsichtiger nachher. Ne? Das kann man, da kann man sich auch ein bisschen rumspielen, wie man es haben möchte. Einfach ausprobieren, gucken, ne, was einem am besten gefällt, was einem am besten passt. Beispiel bei Fenster, wenn man, ist das ganz interessant, ne, wenn man Gebäude hat, unter anderem, und man möchte die Fenster beleuchtet haben, kann man sich das auch einstellen, oder wenn man Schriften beleuchtet haben will, ne, kann man sich damit spielen, wenn man so praktisch eine Neonschrift hat oder so weiter und so fort, kann man sich das da drin alles schön einstellen. Auch allerdings bei, funktioniert genauso bei Moods, ne, wie Traktoren, Anhänger und so weiter und so fort. Ist alles die gleiche Geschichte. Da ändert sich nichts. So, jetzt haben wir das auch. Jetzt haben wir unser Lichtle drin. Ne? Unsere Birne da oben haben wir drin. Das Licht haben wir ein bisschen verändert, ne? Dass es nicht so grell weiß ist. Jetzt machen wir das mal hier alles zu. So. Machen wir es hier auch zu. Jetzt tun wir das speichern. Die Blend können wir löschen. Die brauchen wir nicht mehr, weil die Dinge haben wir uns hier angepasst. Ne? Die ganzen Areas hier unten. Ne? So, dann haben wir eigentlich das Modell an sich fast durch. Das Einzige, was wir vergessen haben, ist hier. Da gehen wir jetzt auf Hofschild. So. Und dann wollen wir auch eine Clip-Distanz. Ne? Ich erlebe es immer wieder bei den platzierbaren Modes. Clip-Distanz, ne? Ewig hoch. Man sieht es vom Weiten schon. Finde ich immer ein bisschen traurig. Denn ich kann es ja hier drin anpassen. Ne? Wenn ich sage, ne, ich will jetzt zum Beispiel, was weiß ich, das Schild soll jetzt ja, bei 500 Meter, ne? 500 Meter ist eigentlich eh schon viel. Ne? Wenn ich sage, ich will es ungefähr ab 500 Meter, will ich sehen. Ne? Genauso ist es wie mit dem Licht. Ne? Das Licht müssen wir uns jetzt auch anpassen. Hier ist eh schon, passt, ne? Ist eh schon auf 80. Ist auch schon auf 80. Das Hofschild haben wir auf 500, das passt. Ne? Man muss das einfach da drin auch anpassen. Ne? Ich finde es immer ein bisschen irgendwie traurig, ne, dass das keiner macht. Dann sieht man, wenn man einen Zaun platziert, ne, oder einen Blumeneimer platziert, ne, dann sehe ich den Blumeneimer da hinten schon stehen. Ich stehe mit dem Traktor da, ne, da hinten sehe ich den Blumeneimer, aber noch kein Haus und noch gar nichts. Ne? Aber einen Blumeneimer sehe ich schon mal. Oder einen Zaun, ne, aber noch kein Haus. Weil sind das wirklich bloß 5 Sekunden Arbeit, wo man sich die Clip-Distanz anpassen kann. Okay, Reichbody haben wir überall drin, das passt. Spalten wir uns das ab. Jetzt haben wir eigentlich schon mal das Schlimmste, haben wir es eigentlich schon. Das war jetzt unser Modell, ist jetzt eigentlich unser Grundmodell, ist jetzt fertig. Jetzt haben wir eigentlich bloß noch so andere Geschichten. Ne? So, hier haben wir es jetzt auch fertig. Ne? Wir haben jetzt unsere Lampe haben wir fertig. Wir haben unsere ganzen Areas haben wir fertig. Jetzt können wir die alle wieder schön zusammenschieben. Man muss bloß aufgliedert, ne, dass ich euch das besser zeigen kann. So, haben wir die nämlich jetzt auch fertig. Also wenn wir uns das hier oben angucken, ist ganz simpel einfach. Ne? Wir haben unser Muster vom Rolltor genommen. Hätten wir jetzt das aus dem Chance genommen, wird es da oben Easy Sheet drin stehen. Ändert man das einfach ab, wie wir es mir brauchen. Ne? Wir haben unser Hofschild. Schreiben wir Hofschild rein in der XML. In dem Fall, es gibt ja 8 Stück, ne? Dann sagen wir, das ist jetzt der Hofschild 01. So, Platzierbar können wir lassen. Store, das ändert man jetzt dann auch ab. Ne? Da haben wir jetzt dann Store, haben wir dann Hofschild drin. So, Tagespreis lassen wir auf 250. Ich glaube, das ist so ein guter Preis. Ne? Branding. Habe ich mein eigenes Logo drin, so wie es sich gehört.
Daily Up, ne, Tageskosten, können wir jetzt rein theoretisch, ne, können wir es rauslöschen, wenn man möchte. Wenn ich sage, nee, es soll was kosten, ne, dann trage ich halt eine 1 ein. Allerdings ist das Problem, ne, es wird praktisch jeden Tag, wird es praktisch um 1 mehr. Also praktisch, ne, Tag 1, am Montag kostet es 1 Euro, am Dienstag kostet es dann 2 Euro, am Mittwoch 3 Euro und so weiter. Und irgendwann und irgendwo landet man dann auf einmal auf dem Preis, was total unrealistisch ist. Drum kann man hergehen, ne, und es dann einfach rauslöschen, wenn man möchte. Ja, den Rest können wir eigentlich alles komplett hier lassen, bis auf hier unten. Feilen brauchen wir den i3D-Name. Ich mache es immer so, ne, man kann es entweder mit der Hand eintragen oder einfach, den machen wir mal zu hier, um einfach Tippfehler und so weiter zu vermeiden, kann man auch hergehen. Ne? Ich mache das immer recht gerne. Gehe einfach her, nehme einfach unbedingt kopieren. Dann klicke ich hier wieder rein, drücke wieder STGV und schon habe ich es im richtigen Ding drin. Ich meine, das ist jetzt ein relativ einfacher Name, aber ja, wie es auch sei. Ich mache es halt so. Jo, dann haben wir das eigentlich schon mal hier drin und somit hätten wir eigentlich schon mal die komplette XML hier drin fertig von unserem Objekt hier. Also wie man sieht, ne, es ist relativ einfach. Es ist kein Hexenwerk. Haben wir nämlich das alles komplett durch. Dann spalten wir uns das jetzt hier ab. Jetzt können wir uns Remote-Task mal aufmachen. Das ist nämlich das nächste, was wir brauchen. Unsere Remote-Task hier. Edit White Net. So, dann machen wir die einmal auf. Braucht der Markus erst einmal einen Schluck Kaffee. So. Also wenn man schaut, ne, Autor ist praktisch unser Gruppenname, ne, da ist praktisch dann mein Name herin, die Version haben wir die 1.0, also praktisch das erste, ne, Icon, also praktisch, ne, das Bildchen, ne, was man vom Mod an sich sieht, wenn man im Ding an oder abhaken kann, ist das fast nicht rausgebracht, ob er aktiv sein soll oder nicht. Da nehmen wir Hofschild her. Dann ist hier unser Branding hierin. Das ist dann die Beschreibung. Ist kein Rolltor, sondern ist 8. Na komm. So. Jetzt da. Und da schreiben wir jetzt rein, es gibt insgesamt 8 Stück, also schreiben wir hier rein 8 Rufschilder. So. Um mir das Ganze jetzt zu ersparen, ne, da ich das jetzt 100.000 Mal tippen muss, gehe ich einfach hier STGRC, es ist immer ein und dasselbe hier, STGRV und dann nehme ich hier unten nochmal STGRV. So, dann haben wir hier STGRC, STGRV und STGRV. So, dann kann raus, das braucht man nicht. Weg damit und somit hätten wir eigentlich das schon fertig. Dann spalten wir das auch ab und so haben wir eigentlich die Mutter auch schon mal komplett durch. Schauen wir nochmal, das ist ein platzierbares Rufschild, das passt, ne? Das ist ein platzierbares und ein platziertes Rufschild, das passt hier. Da haben wir unser Branding hierin. Dann haben wir hier Multiplayer Super the True, ne? Passt ja auch. Version 1 haben wir, Markus und bla bla bla. Also das ist relativ einfach. Das Einzige, was wir jetzt noch ändern müssen, ist jetzt hier, gehen wir hier auch wieder auf Umbenennen, STGR kopieren. Jetzt müssen wir hier bloß unter Store-Items, ne, das ist praktisch, wo er auf die XML zugreift, müssen wir jetzt auch noch den Namen ändern. STGRV und schon haben wir es drin. In dem Fall kommen ja dann 8 Stück rein, für jeden Hof 1.
dann erweitere ich das einfach unter den Store-Items. Ne? Ich gehe jetzt einfach her, sage, ich nehme jetzt das hier kopieren. Können wir mal machen, ne? SDGR und trage einfach mit SDGRV hier unten ein, ne? Ändert wieder meinen Eintrag hier und schon habe ich in den Mode praktisch ein zweites Schild drin, ne? Oder einen zweiten Zaun oder wie auch immer, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und so kann ich mir das immer in den einen Mode, ne, praktisch einen Mode in den Mode reinmachen, auf den, wo ich praktisch aufbauen kann. Wird oft gemacht, ne, bei platzierbaren Objekten, ne, wie zum Beispiel bei Zäune oder, ja, was habe ich denn letztens gesehen, ne, waren es Gewichte, frontaler Gewichte, ne, waren ja auch 4, 5 Stück waren da drin, ne, und so kann man das dann einfach hier drin nach unten erweitern. Dann hat man da mehrere Auswahlmöglichkeiten. So, dann speichern wir das wieder hier ab hier. Jetzt kommen wir eigentlich schon fast zum Ende, aber auch nur fast, ne? Im Grunde, wenn man jetzt packen, würde ja schon funktionieren. Allerdings, hier braucht man noch zwei Bildchen. Das machen wir hier mal. Eigene Dokumente, wir brauchen dann My Games, dann brauchen wir Farming Simulator 19, da brauchen wir dann Modes, den können wir so mal hier rüber schieben. Oder ne, schiebe ich hier rüber. Ich muss jetzt hier ein bisschen Platz machen, es geht mal der Platz auf meine 4 Monitors aus. Da müssen wir dann rein kopieren. Dann brauche ich mein Paint.net, brauche ich einmal. Mach das einmal auf hier. Das dauert. Das wäre es eigentlich schön, ne? In dem Fall würde sich das anbieten, ne? Wenn man das Rufschild hat, dadurch, dass es ja 8 Stück gibt, wäre es eigentlich nice, ne? Wenn man sagt, wenn ich das Schild, ich kann ja das, ich habe es so gemacht, ne? Dass man das im Nachhinein ändern kann. Wenn man es dann im Store, also wenn man es kaufen will, ne? Dass man praktisch nicht das Schild sieht, sondern den Namen, des, also praktisch das Logo, was man auf dem Schild abgeändert hat. In dem Fall funktioniert es aber leider nicht, weil das hat nämlich eine Auflösung von 1024x512. Store-Bilder müssen immer 512x512 sein. Ich weiß nicht, warum das das scheint so macht. Ich finde es absolut bescheuert, warum das das so ist, aber ja, es funktioniert halt nicht. Ich habe schon mehrere Modes gemacht und ich weiß, dass das nicht funktioniert. Es ist echt blöd irgendwo. Und wenn ich das jetzt auf 512 setze, dann kann man sich ja vorstellen, wie die Schrift dann auf dem Schild ausschaut. Also ist das nicht so toll. Ist schade irgendwo. Also man muss achten, dass man auf 512x512 hat. So, wir brauchen auf alle Fälle 2 Stück neu. Auf 512x512. Okay, haben wir es einmal. Und dann brauchen wir dann später brauchen wir noch ein zweites. So. Dann minimieren wir das jetzt auch mal. Jetzt brauche ich noch eins. Jetzt brauche ich noch mein Paint. Zum Zwischenkopieren. Wo schiebe ich? Das schiebe ich mir jetzt einmal hier rüber. So, dale. Man kann jetzt hergehen. Da gibt es ein Programm. Ich nehme das immer her für Traktoren. Da bestimme ich dann, welche i3D das es ist. Und dann erst, macht er mir automatisch schon ein Storbild. Ne? Funktioniert im Grunde relativ gut und relativ einfach und relativ simpel. Haut auch einwandfrei hin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bloß in dem Fall haut es nicht hin. Weil wenn man da das Ding ist halt anders aufgebaut, ne, und wäre es zu kompliziert ist, das alles einzustellen. Also zeige ich euch einmal das, ne, wie man es auf die einfache Art und Weise auch noch machen kann. Und zwar gehen wir jetzt einmal her, ne, sagen wir halt, ich muss erst einmal gespeichert haben wir es ja, oder? Speichert man es einmal. Okay. Ich muss jetzt erst einmal hier das Licht leer rausmachen. Und dann muss beim Glas muss Material Editing muss dieser Schilder raus. Mal hier. So.
Jetzt. So. Und dann muss auch das Grid weg. So. Dann können wir auch den wegmachen. So. Jetzt können wir sagen, ne, das nehmen wir jetzt dafür unser Bildchen hier. Man kann sich da auch ein bisschen austoben, was das Ganze angeht. Ne? Ich mache es jetzt einfach nur auf die ganz einfache Art und Weise. Das füge ich einfach mit meinem Paint ein. So. Da schneide ich es mir jetzt aus. Kopieren. Gehe ich jetzt hier rein, nehme hier bearbeiten, einfügen und dann soll er mal die Leinwand soll er mal beibehalten. Schieben wir das da zusammen. So. Soll er mal das hier reinmachen. So, vielleicht noch ein bisschen, ne? So, dale. So, dann tun wir uns das speichern unter. Wo ist mein Desktop? Da ist er. Dann haben wir es unter YouTube. Wo ist es denn? Wo ist denn? Ich sehe es jetzt wieder nicht mehr. Da ist. Oder? Ich glaube, da haben wir es drin, ne? Jo, da haben wir es drin. Da haben wir gesagt, ne, das ist unser Hofschild haben wir da herin. Jo, unser Hofschild. Gehen wir jetzt her. Machen wir es aus DDS. Ist unser Hofschild. Speichern. Da wollen wir es aus DXD3 haben. Keine Mipmap. Das haben wir jetzt speichern und fertig. So. Können wir jetzt natürlich auch noch durchsichtig machen, ne? Wenn man sagt, ich will es jetzt durchsichtig haben oder so, funktioniert das auch. Da muss ich eingeben 163, glaube ich. Ne? Also wenn ich es nicht so grau haben will, sondern will es jetzt durchsichtig haben. Ne? Was habe ich denn gehabt? Immer 100. So langsam weiß ich schon auswendig, ne? Na. 163 und da unten müsste es, glaube ich, war es die 7 immer, ne? Jo. Wie man sieht, ne? Okay. Alles jetzt hinten durchsichtig gemacht, ne? So. Das ganze Ding könnte man auch für unser Store-Ding hernehmen. Allerdings müsste man das jetzt dann 8-mal machen. Was haben wir da herin gehabt? Ich glaube, Store haben wir davor stehen gehabt, ne? Oder? Jupp. Geh mal zurück, ja. So. Speichern. Jo. So. Nicht speichern hier. Und so hätten wir es jetzt eigentlich schon zusammen. Das können wir jetzt auch mal zumachen hier. Das dürfen wir jetzt nicht speichern. Und somit hätten wir jetzt praktisch alles zusammen. Ne? Alles, was wir brauchen. Haben wir jetzt fertig, wir haben einmal unsere XML gemacht, wir haben einmal unsere Mutesk hier drin gemacht. Ich lasse das auf, ne, weil ich muss es dann später, muss ich das noch 8-mal machen, ne, für 8 Schilder. Somit hätten wir das eigentlich alles fertig, jetzt könnten wir hergehen, zurück hier. Und somit haben wir das eigentlich jetzt alles komplett durch. Wir haben jetzt alles, ne, wir haben jetzt da, wir haben alles komplett ausgemistet, jupp. Wir haben unser Brandlogo, wir haben unser Mode-Logo,
wenn wir unsere zwei Dinger herin, die XML von dem Mode haben wir, die Mode-Testkammer und das Store-Bild haben wir, also haben wir alles. Ne? Können wir hergehen, können wir das alles zippen. Komm mal her, zum Archiv hinzufügen. Dann nehmen wir jetzt hier ls19-hufschild als zip. Okay, dann soll er uns das zusammenpicken. Nehmen wir auf kopieren, dann nehmen wir hier einfügen. So, dalle. Starten wir mal unser Spielchen. Das müsste eigentlich schon funktionieren. Das dauert ein bisschen. Ne? So. Jetzt nehmen wir Karriere, oder? Würde ich sagen, ne? Karriere, neuer Spielstand, neuer Farmer. Nehmen wir die Felsbund, gehen wir auf Weiter, lassen wir alles so. Da haben wir es jetzt eh herin, ne? Alles abwählen, sieht man es jetzt eh. Jetzt ist es durchsichtig, vorhin hätte man es jetzt nicht durchsichtig gemacht. Wäre es jetzt so grau hinterlegt wie hier, ne? Wie haben wir es in dem Fall, haben wir es halt durchsichtig gemacht. Ich finde es nicht, dass im durchsichtig schaut es ein bisschen schöner aus hier. So, dann wählen wir das einmal an hier. Start. Und dann startet man das ganze Spielchen. Und jetzt kommt dann gleich der Stunde der Wahrheit. Ich hoffe, da ich nicht sagen muss, ne, wie man sieht, sieht man nichts. Aber eigentlich müsste es funktionieren. Eigentlich. Das Mode-Ding brauche ich jetzt auch nicht mehr, ne? Das Fenster. Ja, kann ich ja zumachen, ne? Das muss ich offen lassen. Okay. Und das Notepad. Das muss ich offen lassen, weil da muss ich dann noch das 8-mal hinzufügen. Aber die Lok braucht man. So. Ah, jetzt ist eh schon fertig. Also ich probiere immer, wenn ich immer Mode baue oder so, immer auf der originalen Map aus. Also nie auf einer Mode-Map oder so, sondern immer auf der originalen Map. Denn nur so weiß man, woher das ein Fehler kommt. A, ist es die Ladezeit, B, ne, ist es einfach einfacher, um Fehler zu vermeiden oder um Fehler auszumerzen. Ne? Das müssen wir bloß schauen. Ne? Es müsste eigentlich unter Diverses drin sein. Und da haben wir es eh herin. Ne? So schaut das ganze Ding jetzt aus. Schauen wir mal, ne, ob wir es platzieren können. Wo stellen wir es uns her? Stellen wir es uns da her? Ja, ne, das ist ein gutes Plätzchen hier. Und funktioniert. Voilà. Es ist da, ne? Perfekt. Spiel so selten, ne? Da ist nicht weiß, wie ich da wieder rauskomme. Und schon ist da, ne? Also ihr habt jetzt da, ne? Ist, man sieht es jetzt eh hier hinten. Es war genau so, wie wir es haben wollten. Ist das Deko-Gedönst hier, das Fahrrad. Ist das Fahrrad wirklich weiß? Okay, ich habe gedacht, das hätte eine andere Farbe. Der Untergrund, ne, der passt, das Ding steckt jetzt auch halb in der Erde drin, oder? Ja, ne, steckt halb in der Erde drin, ja, passt. Schauen wir mal, von der Textur her, finde ich es ganz okay, ne? Ja, es ist ganz okay von der Textur her. Passt eigentlich, ne? Kann man eigentlich nicht meckern, finde jetzt ich. Ja. Ja,
Das Logo kann man sich natürlich erst dann noch ändern, wenn man möchte. Das ist ja nicht der Hackmeck. Jetzt schauen wir bloß, ne, ob es noch in der Nacht leuchtet. Wenn mich jetzt das Interessanteste noch. Ob es noch in der Nacht leuchtet. Ups. Na, lass mich halt da raus aus diesen blöden Dingern da rein. Wieder herlaufen jetzt hier. Wahnsinn, oder? So, ja, so ist gut. So sehe ich was, ne, ob es leuchtet. Jetzt gucken wir mal. GSZ 23 Uhr. Und voilà, es leuchtet. Ne? Wie man es auch sieht, ne, es ist auch von der Farbe anders. Ja? Es ist nicht so grell, ne? Nicht so richtig grell. Jeder kennt es, ne? Weil es ab und zu so richtig grell ist. Ja, der Kelly, ja, dann hau raus deine Frage. Ne? Haut einwandfrei hin, ne? Wie man sieht. Schauen wir mal, wie schaut es von der anderen Seite aus. Ups, jetzt rennen wir zu schnell da. Na, geh halt weg da. Ja, ne, man sieht's, ne, es passt. Ja, es passt. Es ist gut. Wäre es natürlich interessant, ne, aber jetzt bin ich da schon wieder drin, ne. Krieg ich das? Nee, ne. Kriege ich da auch eine andere Uhr, zum Beispiel 6 Uhr in der Früh? Haut das hin? Ah, haut hin, okay. Mach mal weg. Ich sage jetzt 12 Uhr mittags. Müsste eigentlich jetzt wieder aus sein, ne? Lass mich mal raus hier. Wo ist denn das Schild? Da hinten ist, ne? Da hinten haben wir es hingestellt. So. Oder? Ja, ist auch wieder aus, ne? Und es passt alles wieder. Okay. So, das, was uns jetzt noch interessiert, ne, ist jetzt, haben wir so Fehler in der Lok drin? Ja, wollen wir. Schauen wir mal, und wir haben nichts drin, ne? Ist alles clean, alles sauber. Schauen wir mal bei den Modes drin. Misst uns das eigentlich? Was ist das? Avanigrate, Track First. Okay, das ist nichts von mir. Das ist der Mod hier, ne? Müsste eigentlich drin stehen. Oder auch nicht. Okay. Immer gedacht, der wird da hier drinstehen, oder ich sehe ihn bloß nicht. Ich sehe ihn jetzt bloß nicht, oder ist er echt der da drin? Schaut echt nicht. Immer gedacht, der macht ihn da rein, ne? Aber anscheinend schreibt er nicht rein, oder ich sehe ihn einfach bloß jetzt nicht. Okay. Ja. Macht er da nicht. Immer gedacht, der schreibt ihn da rein. Und wer lesen kann, der ist gleich im Vorteil. Hier ist er, ne? Also er funktioniert. Normalerweise wäre jetzt hier schon unten drunter ein Fehler drin. So. Ja, der Luis, grüß dich. Also es haut hin, es funktioniert. Mehr wollten wir eigentlich gar nicht. Was schreibt er? Wo gibt es diesen Shader 4.0 Programm, das du gestern angesprochen hast? Und ist es kostenlos? Einfach bei Google eingeben. Kostenlos ist er nicht. Ich glaube, die ersten 30 Tage ist er kostenlos. Danach kostet er ein paar Euro, weil ein Wasserzeichen drauf liegt. Oder er ist kostenlos, ne, aber es liegt ein Wasserzeichen drauf. Kostet aber nur ein paar Euros. Ne? Also ist nicht die Welt, was er kostet. Äh,
Was hat er dann? Und wo ist das erste Video bei YouTube von dieser Serie? In der Playlist drin. Müssten eigentlich alle drin sein. In der Playlist. Jetzt gehe ich mal gucken, ne, ob die auch wirklich alle drin sind. Normalerweise sortiert er die automatisch ein. Ja, sind alle in der Playlist drin. Wenn das Video dann fertig ist und dann freigegeben ist, denn wenn ich es dann fertig bin, ne, dann ist ja mal kurzzeitig weg, das Video, weil es ja komplett einstellen muss und etc. und bla bla bla. Ne? Und wenn es dann wieder raus ist, dann ist es in der Playlist drin, da findest du auch die ganzen anderen Videos oder auch auf meinem Discord-Kanal, Kelly, da findest du das auch. Ne? Da sind auch alle Serien drin, von der 1 bis zur 5, also jetzt bis zur 4. Morgen kommt ja dann das letzte Video raus. Und ja, dann war es jetzt eigentlich das schon wieder. In ein paar Sekunden gibt es dann noch das nächste Video. Brauche ich nämlich auch dann dringend. Und zwar, ne, wie man, oder ich mache das morgen. Ja? Ich glaube, ich mache das morgen, ne? Das andere Video. Jetzt habe ich es zugemacht, ne? Und zwar, ne, ist das Interessanteste, ne, dadurch, dass man ja 8 Hofschilder drin hat, wie man da praktisch die personalisieren kann, also praktisch, ne, für jeden Hof sein eigenes Schildchen machen kann. Was, danke für deine Antwort, bei mir, bei der Benachrichtigung ist das erste Video aufgelöscht. Okay. Ne, es müsste ja nicht da sein, ne? Jetzt habe ich natürlich an den Zug gemacht, jetzt gehe ich nochmal gucken extra. Playlist. Kannst du mal hier rüberziehen, ne? Ist ja egal. Ne, da sind eigentlich alle drin, ne? Mutbau Grundlagen. Da sind alle 3 Videos jetzt drin. Jetzt danach kommt gleich das 4. jetzt dann. Wenn man guckt, ne, da sieht man es jetzt da eh, ne? Haben wir jetzt da hier, ne? Das war das, wo ich gesagt habe, Untermeier, wo wir es Untermeier gebaut haben. Das war die UV Untermeier, wo wir erstellt haben. Dann war das gestern, haben wir die Texturen aufgelegt und heute kommt das, das 4. Video da rein, wie man es platzierbar macht. Ne? Also es ist eigentlich alles da. Ja, und zum Jugo Heider sage ich, ne, vielen, vielen Dank für dein Abo. Geht natürlich selbstverständlich wieder zurück. Versteht sich ja von selbst, ne, dass ich jeden Abonnenten zurück abonniere. Das verlangt bei mir, mein persönlicher Anstand ist das. Mal vielen, vielen Dank von dir. Danke, danke, danke. Coole Aktion von dir. Ja, was machen wir morgen? Morgen kommt das letzte Video. Und zwar, wie man das bei ModHub hochladet. Ne? War ja auch eine interessante Frage. Ne? Wie bekomme ich das bei ModHub hochgeladen? Wenn man es da hochladen möchte. Ich persönlich, ja, habe meine eigene Meinung dazu, aber ich kann es euch morgen dennoch sagen. Ne? Jo, bitte, bitte, Kelly. Ne? Und danke. Ne? Also mich auch irgendwo, ja, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Also es, wie man es halt bei ModHub hochladet, es wird ein recht kurzes Video. Ist relativ einfach. Ich habe da meine persönliche Meinung dazu, ne, ob man es halt unbedingt bei ModHub hochladen sollte oder muss oder könnte oder wie auch immer. Ne, ist jeden sein eigenes Ding, wo er es hochladet, im Endeffekt, oder ob er es hochladet, zeige ich euch dann morgen. Morgen zeige ich euch auch dann das. Ne, da habe ich dann alle Schilder fertig, weil jetzt haben wir ja praktisch hier nur 1 drin. Insgesamt haben wir 8, wie man dann praktisch die Schilder personalisiert. Zeige ich euch dann morgen. Ich sage auf alle Fälle vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Hat mich super gefreut, ne, dass ihr mal reingeguckt habt. Und ich hoffe, dass ich schon mal einen großen Teil der Fragen beantworten konnte oder die einen großen Wunsch schon mal erfüllt habe jetzt, die Tage, die Woche über. Und würde mich freuen, wenn wir uns dann morgen alle wiedersehen. Also, meine Lieben, macht es gut. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, ne,
Tschüss, tschüss, baba.